Im Institut der Deutschen Wirtschaft Köln lernen junge Menschen 2 Jahre lang die Welt der Wirtschaft kennen. Die Ausbildung im IW bietet einen guten Start ins Berufsleben. Also als ich mich hier beworben habe, wusste ich so im Groben, dass das IW irgendwas mit Wirtschaft macht. Aber was es genau macht, wusste ich noch nicht. Das hat sich aber im Laufe meiner Ausbildung schnell geändert. Das IW erforscht und erklärt wirtschaftliche Zusammenhänge. Das tut es auf ganz verschiedenen Wegen. Die Auszubildenden lernen sie alle kennen, zum Beispiel die Wirtschaftszeitung Aktiv. Ja, mir haben die unterschiedlichen Bereiche hier gefallen. Man sieht halt alles, vom Layout bis zur Grafik. Man ist bei Fotosachen mit dabei, man fährt mit auf Reportage, man ist im Sekretariat. Und das hat mir gefallen, dass die Arbeit halt vielseitig war und spannend. Wichtige Teil des IW sind die Wissenschaftsbereiche und die IW Consult. Dort entstehen Studien zu den unterschiedlichsten Themen. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts veröffentlichen regelmäßig diverse Studien, wobei zuletzt das Städte-Ranking erstellt wurde, in dem die 100 größten deutschen Städte miteinander verglichen wurden. Gewonnen hat wie immer München. Eine weitere Station ist das Projekt Junior. Dabei gründen Schüler eine eigene Firma und erfahren, dass man später nicht unbedingt als Angestellter arbeiten muss, sondern auch Unternehmer werden kann. Ich finde, das Projekt ist einfach sinnvoll, weil einfach Wirtschaft in den Schulen viel zu kurz kommt. Also bei mir war es damals auch so, da wusste ich eigentlich nach der 10. Klasse nicht genau, was Wirtschaft ist. Das bekommt man ja später mit. Also ich finde, das Projekt ist super. Das zeigt den Schülern, was Wirtschaft wirklich ist. Und was lernen die Auszubildenden im IW? Die Auszubildenden lernen alle kaufmännischen Abteilungen des Hauses kennen, im Marketing, wie man neue Kunden akquiriert, im Bereich Vertrieb, wie man unsere Produkte und Dienstleistungen verkauft oder im Personalwesen, wie man neue Mitarbeiter rekrutiert. Und was müssen die Auszubildenden mitbringen? Die Auszubildenden sollten ein Fachabitur haben oder Abitur und sollten möglichst gute Noten in Deutsch und Mathe mitbringen. Den Chef des Hauses, Michael Hüter, lernen die Auszubildenden auch kennen. Wer die Ausbildung im Institut der Deutschen Wirtschaft machen möchte, der muss kein Fan vom 1. FC Köln sein. Er muss auch noch nicht mal organisierter Karnevalist sein. Aber er sollte jeden Tag die Tageszeitung lesen, nicht nur den Sportteil. Also einen wachen Geist und einen breiten Blick. Die Ausbildung im IW ist vielseitig und fordert viel. Vielleicht ist das ja genau das Richtige für dich. Wir sind gespannt auf deine Bewerbung.